Herzlich willkommen zu einem neuen Video elektrisch nach Davos heute. Ihr seht es auch schon, sitzen wir hier im Mercedes EQS 580 4MATIC. Und heute in dieser Folge geht es also mit diesem Auto nach Davos. Was wir heute alles erleben, das sehen wir dann auf der Strecke. Was ich euch jetzt schon sagen kann, ist, wir haben momentan, ihr seht es auch hier, 59% Akkukapazität und wir haben immer noch 372 Kilometer Reichweite. Ja, der große Akku sei Dank. 107 netto Kilowattstunden. Und ich würde sagen, es wird cool heute. Deswegen geht es los nach dem Intro. Bleibt dabei. Viel Spaß. Wir sprechen also mal das Navigationsziel ins Auto ein. Hey Mercedes! Was kann ich für dich tun? Navigiere nach Davos. Die Route zum Ziel Davos wird berechnet. Sehr super, cool, schnell. Jetzt seht ihr hier, wir kommen also mit 23% in Davos oben an. Das seht ihr jetzt auch. Heißt, also die Höhe wurde da einberechnet. 1 Stunde 54 Minuten dauert es. 168 Kilometer. Wir haben, wie gesagt, einen fast halb leeren Akku. Also ist schon krass, dieser große Akku. Das ist wirklich bemerkenswert. So, also, dieses Auto übrigens, vielleicht noch das kurz erwähnt, kommt von der Liga Garage in Wiel. Ich blende euch hier unten mal den Link ein zur Webseite. Die ist auch in der Videobeschreibung unten verlinkt. Die Lindengut-Garage, also wenn ihr da Mercedes, VW, Alfa Romeo oder auch Fiat wollt, dann seid ihr da bestens bedient. Könnt euch das gerne mal anschauen. Haben auch diverse Fahrzeuge an Lager. Natürlich auch andere Fahrzeuge, nicht nur Elektro, aber natürlich geht es bei uns nur um Elektroautos. So. Deswegen herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Und ja, geht also los mit der heutigen Fahrt. Mal sehen, was wir alles erleben auf der Strecke. Ja, willkommen von der Autobahn. Das ist auch das Territorium, wo sich der EQS wirklich sehr, sehr wohl fühlt. Wir sind aktuell gerade am Fahren auf der A13 in Richtung Haltiland. Wir fahren natürlich wieder auf der Raststätte raus. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen beim Video mit dem Model 3. Ich gehe da immer noch Getränke kaufen. Heute werden wir vermutlich aber noch etwas essen da, weil wir heute relativ früh dran sind. Es ist so, dass wir da noch kurz testen, ob er Plug and Charge kann, denn das Auto kann ja Plug and Charge bei Ionity. Übrigens noch ein wichtiger Punkt für euch, wenn ihr einen EQS oder EQE kaufen wollt, ja, falls, dann bekommt ihr natürlich sehr viel vom Auto, das ist klar, aber ihr bekommt eben auch Ionity ein Jahr lang komplett kostenlos laden. Also da könnt ihr wirklich auch laden, das ist alles kostenlos während eines Jahres mit der Ladekarte von Mercedes, die ihr dazu bekommt beim Auto. Eben, er soll auch Plug and Charge können, dieser soll es aktiviert haben, hat man mir gesagt, mal gucken. Sonst müssen wir halt kurz die Karte hinhalten, aber es ist ja mittlerweile wirklich kein großer Aufwand mehr. Das Auto werden wir aber natürlich nicht vollladen, nur kurz zum Testen, weil wir wollen ihn auch noch fürs Video dann, wo wir dann noch machen werden, das werden wir dann morgen aufnehmen, eine Ladekurve machen von 10 auf 80% und es ist relativ schwierig, das zu erreichen, denn wenn du so einen großen Akku hast, musst du den auch irgendwie leer fahren. Und es ist nicht mal so schnell gemacht, weil er halt schon riesig ist. Also wir haben heute mal kurz geschaut, ich bin heute ein bisschen rumgefahren, sind wir bei Schaffhausen gewesen, bei mit etwa 78% und er hat mir einfach knallhart angezeigt, bis Frankfurt, ja ja, kein Problem, kannst du ohne Ladung fahren. Und wir haben ja gerade gesehen, er hat ja die Höhenberechnung, nimmt er auch entsprechend ins Navigationsziel rein. Ich habe jetzt hier auch übrigens mit der Sprachsteuerung einen Zwischenziel eingefügt, auch das absolut problemlos. Man muss einfach die Sprachsteuerung aktivieren mit dem Namen. So, ich kann das natürlich nicht sagen, weil sonst geht es wieder los, aber ich bin so kurz hier eben nein. Oder einfach hier kurz die Taste drücken und dann kann man sagen, bitte ein Zwischenziel einfügen zum Beispiel und dann macht er das auch gleich, was man eben halt dann will. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Auch hier jetzt auf der Autobahn umfahren, es ist extremst ruhig im Auto drin. Wir haben die Winterreifen schon drauf, 20 Zoll Winterreifen, 255 sind drauf und es ist einfach so ruhig, das ist extrem. Also muss aber auch sein, klar, aber dennoch, es ist für mich persönlich das erste Mal, dass ich ein Auto fahre, mega überzeugend und extrem cool. Ja. Aber kostet auch viel Money. Ja. Wobei der hier, der kostet, das seht ihr auch in der Videobeschreibung unten,
wo ich denn die Liga verlinkt habe. Der kostet aktuell 154.000 Franken. Ist etwa 50.000 im Preis runtergekommen, weil das Fahrzeug natürlich als Vorführwagen jetzt klassifiziert ist. Von daher, wenn ihr ihn zuschlagen wollt für 150.000, habt ihr so einen EQS. Ja? Ohne Wartezeit. Auch mal was Neues, Cooles, oder? Gut, ich würde sagen, wir sehen uns bei Heideland und gucken mal, ob er Plug & Charge kann, ja oder nein. So, angekommen hier mit dem EQS an Ionity Heideland. Selinda steigt auch noch gleich aus, heute auch wieder mit dabei im Video. So, und jetzt also mal gucken, ob er Plug & Charge kann. Es geht jetzt hier nicht darum, eine Ladekurve zu machen, das machen wir dann im Hauptvideo. So, hingegen, das ist, Leute, 200.000 für ein Auto, nee, das nicht. Das hat BMW bis jetzt am besten gemacht mit diesem Aufklappmechanismus. So, und jetzt mal gucken, ob er Plug & Charge kann. So. Verbindung okay. Das ist übrigens die Mercedes-Ladekarte, die Mercedes-Mi-Karte. So, Prüfung. Und jetzt geht's dann auch gleich los. So. Plug & Charge ging irgendwie nicht, nein. Okay. Vielleicht hier nicht, vielleicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ist ja kein großer Aufwand, kurz diese Karte hinhalten, meine Güte. So, nehmen wir noch kurz noch ein bisschen Ladeleistung mit. Aktuell sind wir bei so um die 38% Akku rum. Vorbereitet ist das Auto noch relativ lange. Okay. Kommunikationsproblem, das haben wir immer gerne. Ladefehler. Ja, das gibt es halt eben auch, oder? Das gibt es halt eben auch. So. Dann probieren wir es halt nochmals. So, danke für die Kameraübernahme von Selinda. Nochmals probieren, schnell. Also wir müssten natürlich jetzt hier nicht laden, das ist klar. Haben genug Akku, um nach Davos zu kommen und genug wieder zum Nachhausefahren. Wobei das mit dem Nachhausefahren, bin ich dann gespannt, ob es auch so einfach ist, denn wir sind mit 22% oben. Aber das muss man wieder bedenken, 22% von 107 Kilowattstunden sind natürlich eine ganz andere Menge als von irgendwie nur 40 oder 50 Kilowattstunden. Ah ja, jetzt geht's, ciao. Was haben wir noch für andere Autos? Wir sehen hier noch einen ENIAC dastehen mit Anhängerkupplung, der einen Veloträger hinten drauf hat. Das ist der Sportline mit den 21 Zoll Felgen, sieht wirklich schön aus. Ja? Hat aber aktuell Winterreifen drauf, so wie ich sehe. Gut, und sonst, hier hinten ist noch ein Plug-in-Hybrid gewesen, der an dieser Station da gestanden hat. Habe ich ja schon gesagt im Video mit dem, glaube ich, GV60 war es, dass die gut frequentiert sind. Genau aus dem Grunde, weil halt ab und zu auch Plug-in-Hybrid-Fahrer da laden können. Noch ein bisschen laden und dann geht es rein was essen und dann geht es weiter ans Spiel. Heute gegen die ZSC1 aus Zürich. Aber die Punkte bleiben bei uns in den Bergen, ja, auf jeden Fall. Gut, also bis gleich. Wir sind jetzt in Davos angekommen, oder wir sind jetzt da oben, haben noch 32% Akku, wie er prognostiziert hat. Das sieht man auch, wenn man da aufs EQ-Menü drauf geht und auf Laden. Oder 31% sind es jetzt gerade geworden. 31% noch über 170 Kilometer Reichweite, natürlich auch wegen des großen Akkus, logischerweise. Und wir haben aktuell, zumindest bisher gemessen, einen Verbrauch von 24,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir haben Winterreifen drauf, 20 Zoll, 2,55er Reifen und wir haben hier den 580, das heißt, wir haben ein Allrad mit eben sehr viel Leistung. Über 500 PS haben wir hier drin. Entsprechend finde ich das ein sehr, sehr guter Verbrauch. Verbrauchsfahrt machen wir aber logischerweise auch noch. Genau, das alles mal so zum Thema EQS. Mal gucken jetzt, ob unser Parkplatz frei ist. Unser Standardparkplatz, wir laden heute das Auto hier oben nicht auf, fahren also entsprechend dann auch wieder runter mit dem aktuellen Akkustand und schauen dann mal, wenn wir dann zu Hause sind, wie viel wir effektiv dann verbraucht haben auf der Strecke, in Kombination mit eben dem Hoch- und mit dem Runterfahren. Genau, also jetzt hoffen wir, es gibt ein gutes Spiel. Ich hoffe, wir gewinnen heute wieder mal. Also wir haben letztes Mal gewonnen gegen Ambri, deswegen müssen wir heute wieder gewinnen. Gegen Zürich wird ein schwieriges Spiel auf jeden Fall. Mal gucken, wie viele Spieler von uns wieder einsetzbar sind. Es waren wirklich viele verletzt jetzt in letzter Zeit. Hoffentlich kommen heute ein paar zurück. Ich bin gespannt und wir sehen uns dann nach dem Spiel wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend.
So, das Spiel beendet heute, man sagt bei uns so, heute ist nichts. 0-5 verloren, aber ja, was willst du machen, kann mal vorkommen. War einfach komplett nichts heute, zu viele verletzte Spieler, das sind keine Ausreden, das sind Fakten. 6 Stammspieler haben heute gefehlt bei uns und bei Zürich eben keiner. Ja. Gut, gratuliere an dieser Stelle dem ZSC, muss man auch einmal klar sagen, fairer Verlierer sein. Gut, fertig, alles okay, los geht's wieder ums Auto. Wir machen noch ein paar, bisschen Eindrücke von außen, denn jetzt geht's nämlich gleich in den Lichttest. Seht ihr das da vorne? Sieht richtig geil aus, oder? So LED-Animation habe ich immer sehr gerne, so Spielereien. Ich lasse es ja noch ganz kurz dunkel. Wir gucken mal, wie das Auto jetzt in der Nacht aussieht. Ich starte es mal eben. Und jetzt Spielerei vorne an der Lichtfront und jetzt innen mit dem Ambientelicht. Ja, das sieht schon wirklich cool aus. So, kurz. Musik wieder ruhig, bitte. Ja, so sieht also das Auto in der Nacht aus. Der Hyperscreen. Selinder kann ja auch noch den Display anschalten, sodass man auch noch Co-Pilot spielen kann. Genau, also, ich gebe kurz das Ziel ein, wo wir jetzt hinwollen. Ich mache jetzt mal dieses Mal mit Schreiben auf dem OLED-Display. Immer cool zu schreiben, so. Also, klicke ich das hier mal so an. Mal gucken, was er mir sagt, mit wie viel Prozent wir ankommen. Wir haben aktuell noch 174 Kilometer Reichweite. Und er sagt mir jetzt, wir kommen um 0.13 Uhr an. Er ist jetzt am Berechnen da oben. Kann ich mal größer machen. 7%, ja perfekt. Tipptopp also, 7% ist perfekt. Also, das Licht ist ja hier das Digital Matrix LED Licht von Mercedes. Es zählt zu den besten Lichtsystemen überhaupt auf dem Markt. Und ich kann es nur bestätigen, denn was wir hier sehen, ist ein wunderschönes Lichtspiel mit den einzelnen Lichtpunkten, die jeweils, je nachdem, was eben vor einem fährt, auffächert oder wieder sich so einfächert, sozusagen. Es ist teildynamisch, das heißt, in der Kurve lenkt es ein bisschen mit, ist aber zum Beispiel bei VW noch deutlich mehr der Fall. Aber weil die große Ausleuchtung eben da ist, ist es absolut auch da voll zu gebrauchen und für mich definitiv nur positiv zu stimmen. Jetzt seht ihr auch auf der rechten Seite da, wie die Mauer der Brücke da, doch sehr gut beleuchtet wird und das Fahrzeug vorne eben konstant ausgeblendet. Das seht ihr vielleicht auch links da ganz wenig, ist da wirklich ausschattiert, kann man sagen. Sieht man auch am Boden sehr gut. Also, natürlich ein Video immer schlecht zu erkennen, aber wir probieren halt das Bestmögliche einzufangen. Jetzt sieht man es wieder, auf der rechten Seite kommen jetzt auch zwei Fahrzeuge runter. Eines lassen wir jetzt auch kurz rein da, dann kann es da reinfahren, so, perfekt. Und das Auto wird auch entsprechend das Fernlicht deaktivieren, sobald wir in einer Ortschaft drin sind, unabhängig, ob es jetzt Licht hat oder nicht, weil es halt das vom Navi entsprechend erkennt, so. Jetzt seht ihr das auch, auf der linken Seite hat es jetzt doch groß aufgefächert, auch rechts jetzt da. Das Fahrzeug hat zwar im rechten Winkel hier da vorne ausgeblendet, also da kann ich wirklich nur positiv davon sprechen. Das ist jetzt hier die Überlandstraße, ich würde sagen, wir machen das danach noch auf der Autobahn ganz kurz, wenn wir auf der Autobahn sind, dass wir da noch sehen, wie es da funktioniert. Was wir hier jetzt auch sehen, ist, wir fahren jetzt in einen Tunnel rein und wir haben hier so ein Luftmesser, der misst, wie gut die Luft eben ist. Ihr seht jetzt hier auch, draußen ist jetzt momentan die Anzeige bei 2, also noch gut. Es ist so, dass wir hier einen aktiven Filter haben, einen Ionenfilter haben, den habe ich auch eingeschaltet und wir haben eine Beduftung, das heißt, die Luft wird entsprechend mit einem Duft eben besser gemacht. Das heißt, der ist dann im Handschuhfach drin, da kann man verschiedene Düfte kann man da kaufen und dann die so entsprechend einsetzen und dann wird es eben so beduftet sozusagen. Und jetzt ist eben so, wir sind jetzt hier im Tunnel drin, jetzt seht ihr auch schon, wie die Luftqualität fortlaufend abnimmt. Das heißt, wir haben hier eine größere Belastung, aktuell ist sie noch gut. Und sieht man halt eben auch mal, wo man überall durchfährt, wie viel Schadstoffe es eben effektiv auch in der Luft eben drin hat. Ja. Wir hatten auf dem Weg nach oben, hatten wir hier im Tunnel so um die 25 Anzeige hier, das war dann schon gelb. Hier ist es aktuell noch grün, aber das seht ihr auch schon, das ist also da auf der linken Seite, die Außenluft wird da gemessen, auf der rechten Seite wird die Innenluft gemessen, wie sie entsprechend eben ist. Und aktuell ist sie sehr gut, kann man sagen, auch im Tunnel drin noch. Aber das finde ich eine super Funktion und man merkt im Auto drin wirklich absolut gar nichts,
dass es draußen stinkt. Hier im Tunnel ist es relativ oft, schmeckt es so nach Ruß und nach Abgasen. Aber hier wirklich, du riechst gar nichts. Wirklich null und nichts. Denn wir haben eben diese Ionisierung angeschaltet, die die Luft außen filtert. Es ist natürlich die Frage, sind diese Funktionen alle effektiv so viel wert, dass es den Fahrzeugpreis rechtfertigt? Weiß ich nicht. Aber ich muss euch sagen, Fahrwerk, also habe ich noch nie so was Gutes gehabt, ganz ehrlich. So ruhig im Auto drin, auch gut gedämmt alles. Sitze sind extrem bequem, der Hyperscreen ist cool, OLED, Ambientlicht gefällt mir, Ladeleistung stimmt auch, Verbrauch aktuell auch super. Ja, ich kann schon verstehen, dass es diese Autos gibt. Es ist ein Fahrzeug, das ich mir niemals leisten werden kann, einfach, dass ich das nochmals klar gesagt habe. Dennoch will ich es einfach hier auf dem Kanal drauf haben, um es euch zu zeigen, was eben auch geht. Jeder kennt ihn von euch, Carmenac fährt dieses Fahrzeug als Daily, als Privatfahrzeug und ich verstehe seine Wahl absolut. Gerade er, wo so viel Auto fährt und lange Distanzen auch fährt, da kannst du wirklich hier die komplette runterfahren im Auto drin, die komplette Entspannung. Jetzt seht ihr auch hier, es wird da die Luft fortlaufend schlechter jetzt, das seht ihr jetzt auch. 12 ist schon jetzt aktuell. Was das für Einheiten sind, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ja, ist es schön. Jetzt geht es da vorne aus dem Tunnel raus und jetzt seht ihr dann auch gleich, wie schnell es geht, bis hier die Anzeige wieder auf grün schaltet. Jetzt sind wir wieder aus dem Tunnel draußen und jetzt wird er dann sofort wieder runter. Jetzt seht ihr, jetzt geht es schon wieder runter, es wird schon wieder besser und jetzt ist schon wieder gut. Ja. Das geht wirklich sehr, sehr schnell und man sieht dann halt auch mal, wie viel eben im Tunnel effektiv Schadstoffe drin sind. Das ist schon heftig. Ja. So, Lichttest Part 2 von der Autobahn. Das sind wir aktuell am Fahren. Extrem angenehm übrigens. Jetzt sehen wir dann gleich, wie sich das Licht entsprechend entwickelt. Ihr seht jetzt auch da vorne, haben wir nach links an die Leitplanke vorne ein bisschen mehr Licht ausgerichtet, weil es dann links kein Fahrzeug hat. Und rechts dieses Fahrzeug wird es da ausgeblendet. Ist aber permanent eigentlich im Fernlicht am Fahren. Aktuell hat er auf Abblendlicht umgeschaltet, weil er hier die Straßenlaternen erkannt hat von der Raststätte. Also das macht er auch sehr gut. Und jetzt hat er wieder auf Fernlicht umgeschaltet. Das seht ihr jetzt auch gleich wieder. Und jetzt seht ihr da vorne, spätestens jetzt seht ihr da vorne, dass die Lichtsignatur auch jetzt weiter nach vorne leuchtet. Rechts rüber vor allem seht ihr es dann bei den Tafeln. Da bei Bad Ragaz sieht man es gut, es hat uns da die Tafel angeleuchtet. Natürlich, ich kommentiere es jetzt ein bisschen so, wie ich es gerade so jetzt sehe. Ihr seht es im Video vermutlich ein bisschen anders. Aber ich kann wirklich sagen, dass es auf der Autobahn eigentlich permanent im Fernlicht fährt, außer wenn er halt irgendwelche Lichtquellen von außen noch hat, eben seine Straßenlaternen von gewissen Rasthöfen zum Beispiel. Da macht er dann also Abblendlicht automatisch an. Aber sonst eigentlich wirklich dieses Autobahnlicht sozusagen, also wirklich eigentlich die Fahrzeuge, die entgegenkommen, eigentlich nicht blendet. Und die Fahrzeuge, die man überholt oder die auf der Seite halt sind, dass man die entsprechend besser auch ausblenden kann. Jetzt, wenn ich rechts rüber gehe, seht ihr es da deutlich, diese Anpassungen des Lichts, jetzt, was ihr auf der rechten Seite jetzt viel mehr Fernlicht noch habt. Das seht ihr auch schon bei der Tafel da vorne, jetzt bei dieser Verzweigungstafel, die man jetzt da vorne sieht. Ziemlich deutlich, auch die Büsche rechts sind jetzt mit Licht angeleuchtet worden und links eben viel weniger, weil ja die Fahrzeuge dauernd entgegenkommen. Das sieht man jetzt ziemlich gut. Jetzt auch wieder die Tafel, ja. Also Autobahn ist wirklich sehr, sehr cool. Ich blende euch hier noch kurz eine Szene ein, wenn wir ganz alleine auf der Autobahn unterwegs sind, so würde es dann so aussehen. Das seht ihr also jetzt eingeblendet. Da seht ihr auch, es ist extrem gut, das Licht gut ausgeleuchtet, auch die Ausfächerung ist wirklich super. So, ausgestiegen hier, angekommen an unserem Nachtessen. Ja, was willst du machen, also Burger King? Jetzt seht ihr mal, wie weit das Auto sogar aus dem Parkplatz nach vorne ragt. Und ich bin hinten wirklich, schau mal. Also hinten nicht mehr viel Platz, ja. Schon krass eigentlich, wie lang das Auto eigentlich ist. Man sieht eigentlich erst wieder, wenn man es mal wieder so geparkt hat. Auch gerade deswegen, weil er einen extremsten Wendekreis hat, wegen der Hinterachslenkung. Und jetzt müssen wir ein bisschen mit dem Strom haushalten, denn wir haben ja vorhin gesehen, wir kommen locker nach Hause. Aber das Problem ist, wir machen ja morgen eine Verbrauchsfahrt und noch ein Video logischerweise. Und deswegen müssen wir eigentlich genau so viel Strom mit haben, dass wir morgen die Verbrauchsfahrt machen können.
und dann etwa bei 10% am Ionity-Lader landen. Schweres Timing, denn würde ich jetzt nach Hause fahren, das Ladelimit kann ich nur auf 50% minimal einstellen. Das heißt, ich würde dann zu viel laden. Und wir hätten dann zu viel Reichweite, dass wir morgen diesen Ladetest erst noch den Akku runterfahren müssen bis zum geht nicht mehr. Deswegen haben wir uns entschieden, zum hierher zu fahren, zum Burger King. Und währenddessen stecken wir das Auto mit 50 kW an. Ja. Es sagen die einen, ja, warum nur 50 kW? Da hinten hätte es einen Charger, der 100 könnte. Aber wir wollen eben nicht so viel laden, dass wir dann zu viel Akku haben. Das sind eben die Dinge, die man beim Videodreh noch beachten muss, gerade bei so riesen Akkus. Die hast du nicht mal schnell so in der Stunde runtergefahren. Nein, 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 das musst du wirklich planen. Deswegen werden wir jetzt da vielleicht nur eine halbe Stunde essen. Das wären dann etwa 25 Kilowattstunden, die wir da reinladen. Also perfekt eigentlich für morgen, dass wir diese Verbrauchsfahrt machen können, aber nicht zu viel Strom haben. Und die sind irgendwie halt immer noch so Kult, diese Charts. Die sind immer noch Kult und die funktionieren auch wirklich sehr, sehr gut so. Das ist so ein bisschen die Dinge, die ja eben halt passieren beim Videodreh, die man einfach beachten muss, die man einfach, ja, halt eben hat. Gut, jetzt seht ihr noch das Auto nochmals von innen mit dem Licht. Ja, muss kurz wieder ausschalten, so. Sieht wirklich extrem schön aus. Das Auto lädt jetzt hier mit 50 kW, währenddessen wir hier essen. Und danach, ja, ist dann auch fertig. Das heißt, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Selinda, hat sie auch gefallen? Ja. Hat dir auch gefallen, sehr gut. Also, dann ja, so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Auto. Vermutlich wird es ein ID.5 GTX sein, das weiß ich noch nicht ganz genau. Bis zur nächsten Folge, elektrisch nach Davos. Hier wird schön geladen. Und schau dir mal das an. 70 Minuten dauert es bis nach 80%. Ja, der große Akku ist schuld. Okay, also, ciao mit den Hand zusammen, schönen Abend. Und tschüss.